Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer für den PC. Das letzte Mal haben wir ganz viel Zeug erledigt. Wir haben Rapunzel bekommen. Wir haben ein bisschen von der Sumpfsuppe mitgenommen und haben so ein bisschen den Sumpfling vertrieben, kann man sagen. Und wir haben außerdem magische Boden bekommen von dem Dorfdeppen, der nicht ganz mitbekommen hat, dass man Bohnen vielleicht gießen. Ach, apropos Bohnen. Moment. Bevor wir weitergehen, nochmal zurück zu Kalypsos Hütte. Denn wir wollen natürlich mit den Bohnen noch was machen. Hinter der Hütte. Meine Erinnerungsfragmente setzen sich zusammen. Das ist großartig. So. Einmal in den magischen Kompost werfen. Wow, das muss ein guter Kompost sein. Und aus der Bohne ist eine Wassermelone gewachsen. Mensch, nehmen wir doch mal mit. Diese Wassermelone sorgt für eins der merkwürdigeren Rätsel im Spiel. Aber naja, das ist auch was ich schon mal probiert habe, wofür ich aber noch den falschen Gegenstand verwendet hatte, weil ich es irgendwie richtig im Kopf hatte, aber nicht mehr so ganz. Und ja. So, wir gehen wieder zurück zur anderen Hütte mit der Trüffeltür. Denn wie jeder weiß, mögen Schweine Trüffel total gerne. Und deshalb benutzen wir Rapunzel einfach mal mit der Tür. Lass es dir schmecken. Wenn sie sich dann demnächst mal hinbewegt. Das ging schnell. Und jetzt können wir durch. Prima. So. Schauen wir mal. Ich glaube, mitnehmen können wir sie nicht nochmal. Die ist zu fett, um sie hochzuheben. Ja, sie hat sich wohl ordentlich fett gefressen. Wir brauchen die Imkerpfeife. Glaube ich. Und den Hut. Ja, können wir beides mitnehmen. Noch was? Kann ich den Ofen aufmachen? Also, ne. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Ja, okay. Wie Oma einen hatte. Oh. Was haben wir am Bett? Sieht sehr gemütlich aus. Ja, das Haus sieht allgemein sehr gemütlich aus. In so einem Häuslein würde ich auch wohnen, wenn's Internet hätte. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Da fragt man sich natürlich, wer hier drinne wohnt. Offensichtlich niemand. Gehen wir wieder. So, und jetzt können wir einmal den trage ich, wenn ich ihn brauche. Also, Pfeife mit Bienenstock. Ah, jetzt setzt er den Hut von alleine auf. Okay. Sieht auch sehr stylisch aus. So, und ich glaube, genau. Jetzt kann ich ein bisschen Wachs mitnehmen. Ich habe etwas Bienenwachs aus dem Korb genommen. Und jetzt können wir ein anderes Rätsel lösen. Das ich schon angehen wollte und auch wieder nicht richtig im Kopf hatte. Oh Mann, ich sag's ja. Man vergisst eine Sache. Eine Sache. Ey. So, gehen wir weiter. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Bar. Und schauen uns dann dort mal noch ein bisschen um. Denn wir brauchen immer noch Bier. Reden wir doch mal mit dem Barkeeper nochmal. Der ist immer so gut drauf. Ich bin's wieder. Oh ja? Ich hätte gerne eine Cool Red Witch. Ich hätte gerne eine Cool Red Witch. Einen Moment bitte. Und jetzt benutzen wir den Wachs mit dem Bierfass. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch etwas panierten Mehl.
Flop. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen panierten Wellensittich finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Warte hier. Ich habe etwas für dich. Dieser Prospekte mit heim. Party Time im betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Geil, Freibier. Prima. Okay, wir haben einen Freibiergutschein. Und wir haben ein volles Fass mit Bier. Sehr gut. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Genau. So, dann wollen wir jetzt in den Wald zurück. Und zwar zum Zentrum. Wo war nochmal der Sausophon-Spieler? Ich glaube, der war im Zentrum. Wir gehen dann später zu den Zwergen. Ich glaube, da brauche ich dann auch den Freibiergutschein für. Da bin ich mir jetzt allerdings wieder nicht ganz so sicher. Schauen wir mal. Aber eine kleine Sache kann ich auf jeden Fall noch erledigen. Ach, da ist der Holzfäller. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Ja, Mensch. Ah, ne, hier geht's in die Schlucht. Okay. Gehen wir mal wieder da lang. Wie soll ich jetzt weiterleben? Wie kann jemand so depressiv sein, meine Herren? So. Selbst schuld, wenn man das Prospekt nicht richtig liest und sich verarschen lässt von wem auch immer. Der Holzfäller-Reiseagentur für Holzfäller-Reisen. Agentur. wo war der Typ denn nochmal? War der da drüben? Ich sag's ja, man verläuft sich hier. Ja. Jetzt benutzen wir die Melone mit dem Sausophon. 36, 24, 38. Oh, verflucht. Er ist kaputt. Das ist ein Glückstag. Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Er ist so gutgläubig. Achso, da geht's zur Treubrücke. Okay. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Sausophon. Ist es schon fertig? Ich hatte Probleme mit den Tasten. Bald ist es fertig. Natürlich, natürlich. ich weiß noch nicht ganz genau, wofür wir das Sausophon nochmal brauchen. Aber das macht jetzt auch nichts, denn wir gehen erstmal zu den Zwergen. Und werden uns da jetzt nochmal genauer umsehen. Denn wir haben jetzt den Gegenstand, mit dem wir da weiterkommen. Nämlich das Bier. Damit wir die Wache bestechen können. Oh, verdammt. Moment. Okay, gut. Den Bart nicht vergessen. Jupp. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Und ab in die Mine. Hallo. Die Konversation kennen wir ja auch schon. Das Passwort ist natürlich immer noch Bier. Bier? Du kannst rein. So. Jetzt versuchen wir nochmal nach unten zu kommen. Ich sehe total aus wie ein Zwerg. Stopp, Wache, lass ihn nicht durch! Schau, du kannst da nicht rein. Verschwinde! Nur noch eine Sache. Verschwinde endlich! Ich bin im Dienst für Axtgesicht Schädelbrecher. Ich bin im Dienst für Axtgesicht Schädelbrecher. Wer soll denn das sein? Nie von ihm gehört.
Eine Art Virus, sehr gefährlich. Eine Art Virus, sehr gefährlich. Ich glaube dir nicht. Fair genug. Also, zieh Leine. Das ist in Ordnung. Ich bin kein Zwerg. Was? Ich sagte, ich komme aus dem Norden. Hä? Willst du nicht bald abhauen? Verschwinde doch selbst. Au! Okay, geben wir ihm mal so das Fass. Hast du Lust auf ein Bier? Ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Bringst du es herunter? Okidoki. Hier lang. Sehr gut. Das wird bestimmt bei einem Schluck bleiben. Bring es hierher. Nun, wie wäre es mit einem kleinen Gelage? So. Ich würde sagen, die Wache ist außer Gefecht gesetzt. Das ist wundervoll. Und, nee, den Speer kann ich nicht mitnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach unten. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Aber er bewegt sich auch nicht selbst. Die sind offensichtlich ganz gut ausgestattet hier. Könnte ich den Haken mitnehmen? Dieser Krach, ey. Ja. Und ich glaube, mit dir konnte ich reden, oder? Entschuldigung? Wohin führt diese Tür? Wie lange bist du schon ein Zwerg? Also, wie lange bist du schon ein Zwerg? Als Mann oder Kind? Niemals in meinem Leben höher als 4 Fuß. Was? Niemals? Nein, niemals. Was? Niemals? Nun, am wohl kaum. Dehnübungen? Ein paar Dehnübungen wären nicht schlecht. Und wir wissen eigentlich, wo der Schlüssel ist. Wir fragen trotzdem. Also wir haben den Schlüssel. Denn weißt du, wo ich den Schlüssel finden kann? Nun, die heutige Schlüsselwache ist Eisenkaufknochenbrecher. Der liegt bestimmt betrunken im Bierkeller. Wäre uns gut. Was ich sagen wollte, ich weiß wieder, wofür der Schlüssel ist. Jetzt, wo ich die Tür sehe. Du weißt, wie das ist. So, benutzen wir ihn doch gleich mal. Dann schauen wir mal, was wir da drin finden. Sehr nice. Und gehen wir mal rein. Ah, endlich ruhig. Hey, zieh Leine. Unbefugten ist der Aufenthalt hier untersagt. Ja, das werden wir mal sehen. Bist du an Doppelglasfensterscheiben interessiert? Hast du das Schild nicht gesehen? Keine Zwergenhändler steht da. Also verschwinde, bevor ich dir Beine mache. Ich glaube, wir haben aber etwas. Muss jetzt mal den Schlüssel benutzen. Ich glaube, wir haben etwas, um die Wache außer Gefecht zu setzen. Sei still! Hi ho, hi ho. Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Nein, du musst dich irren. Nein, du musst dich irren. Verschwinde, bevor ich dich in hohem Bogen rauswerfe. Was musste ich ihm nochmal sagen? Dass ich das Item dabei habe, was er haben möchte. Sei still! Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Du würdest es bereuen. Du würdest es bereuen. Warum?
weil ich dir ein absolut einmaliges Angebot mache. Was für ein Angebot? Pass auf. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Was ist das? Nun... Jetzt geben wir ihm den Freibiergutschein. Was ist das? Double Time im betrunkenen Druiden. Und freier Eintritt. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Hübsche Juwelen, die du da hast. Na gut, einen sollst du haben. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Oh, wie er einen extra in seinen Hut packt. Mensch. Bitte sehr. Und verschwinde endlich. Vorzüglich. Okay. Wir haben ein wertvolles Juwel. Das müssen wir jetzt nur noch irgendwie zu Geld machen. Ach, komm schon. Über da. Simon. Danke. Ah, beide Güte. So. Gehen wir einfach mal wieder. Der wird einfach gnadenlos ignoriert. Scheinen aber auch nicht großartig zu interessieren. Wir gehen zurück zum Dorf. Allerdings würde ich sagen, wir tauschen das Juwel beim nächsten Mal gegen etwas Cash ein. Und ich glaube, da haben wir auch den perfekten Ansprechpartner für, der uns bestimmt nicht übers Ohr hauen wird. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch so weit gefallen. Falls ja, dann kommentieren, gut bewerten. Und bis dahin. Ciao.